Hallo Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Projekt Zomboid. Wir stehen hier immer noch in dieser kleinen Scheune, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Hier war ja schließlich nichts von Interesse. Außer der Säge vielleicht, weil es unsere kaputt geht, aber ich bezweifle... Naja, was bezweifle ich? Ich bezweifle eigentlich gar nichts. In den letzten Tagen ist eben... Was heißt eben? mein Deutsch ist heute mal wieder sehr optimal. Wie ich es gerade mitbekomme, in den letzten Tagen ist... die neue Version, die Build 30, irgendetwas rausgekommen. Und anscheinend wirkt es sich sogar auf die Spielwelt aus, da die gerade beim Laden umgewandelt worden ist. Da bin ich jetzt mal gespannt, auf was wir hier alles Mögliche treffen werden. Jetzt frage ich mich, sollten wir weiter nördlich gehen? Um herauszufinden, was dort ist. Falls dort was ist. Oder zurück zu unserer Base. Mal gucken, ob da noch was gewachsen ist, so nach dem Motto, ne? Ich glaube, das machen wir zuerst, denn wir haben ja noch Zeit. Und ich finde es relativ gut, dass der Spielstand jetzt umgewandelt worden ist, gleich automatisch beim Start. Denn es würde mir schon große Schmerzen bereiten, einen neuen Spielstand anzufangen, vor allem, wo wir hier so lange am Leben sind. Ich frage mich, wo die Zombies sind da schon. Okay, ich glaube, durch die neue Version sind die ein wenig aktiver geworden. Das bedeutet, dass wir aufpassen müssen. Wäre jetzt richtig doof. Oh, die sehen uns schon auf große Entfernung. Vielleicht liegt das daran, dass wir auf der Straße sind. Lauf bitte. Okay. Gut. Wir müssen hier irgendwie weg. Jo, seht euch das mal an, Leute. Ich glaube, die sind wieder ein wenig aktiver geworden. Durch die neue Version. Nix wie weg hier. Erstmal nach Hause in die Sicherheit. Hey, da renne ja ich. Von den Klamotten her, aber der hat einen längeren Bart als ich. Vielleicht ist er schon ein wenig länger unterwegs als wir. Oh, Leute, so viele Zombies waren doch noch gar nicht da, oder? Dass wir jetzt mal aufgehört haben. Also ich glaube, jetzt kommt wieder ein wenig Spannung rein in dieses Let's Play. Der neuen Version sei Dank. Okay. Das kriegen wir hin. Wenn wir alles einsetzen, was wir in den letzten 30, 33 Folgen gelernt haben, dann steigert es unsere Überlebenschancen drastisch. Aber erstmal müssen wir irgendwo hin, wo wir safe sind. Alter Schwede. Guckt euch das mal an, so viele Zombies. Sind die Toten wieder auferstanden oder was? Und wie aktiv die sind. Richtig geil, da kommt wieder ein bisschen mehr Atmosphäre. Und ich mag Atmosphäre bei einem Let's Play. Das Wichtigste wäre, dass wir erstmal dahin gucken, wo wir lang gehen. Und wir haben Hunger, okay. Noch ein Grund nach Hause zu gehen. Wir waren ja schließlich sehr weit im Norden, also müssen wir sehr weit wieder runterwärts. Im Inventar habe ich nichts Essbares, oder? Ein Dosenöffner, eine Gießkanne natürlich. Radieschensamen. Können wir uns das erlauben? Die Dosensuppe mal zu droppen. Dosenöffner, Dosensuppe öffnen. Offene Dosensuppe. Ich hoffe, dass die es nicht geändert haben. Ich gebe zu, ich habe mir die Changelogs nicht angeguckt. Ich hoffe mal, dass man nicht stirbt, nur weil man irgendetwas nicht aufgewärmt. Also nicht was aufwärmt. Wäre natürlich auch unrealistisch, weil eine Dosensuppe kannst du auch kalt essen. Schmeckt zwar nicht so gut, wie als wäre die heiß, aber naja, das ist wieder ein anderes Thema. So, durch den Patch wurde ja einiges geändert. Sehr viele Bugfixes. Dass die Zombies wieder so aktiv sind, das gefällt mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Okay, wir sind daheim. Gucken wir gleich mal erstmal, ob unser Garten irgendwas abgeworfen hat.
Oder bilde ich es mir jetzt nur ein, dass die Zombies jetzt wieder so aktiv sind? Durch den Patch. Könnt ihr mir ja gerne mitteilen. Bitte, sei irgendwas fertig. Na, das meiste ist hier eingegangen. Yeah, wir können ernten. Gut. Info? Sehr gut bewässert, sehr gut. Wir ernten jetzt einfach mal alles, was wir ernten können. Die Frage ist, wo lagern wir das? Oh, und die Hasenfalle müssen wir noch gucken. Und dann die Saat neu ausbringen. Könnte man die Ernte irgendwie maximieren? Frage ich mich da. 20 Brokkoli ist ja nice. Nur dumm, dass das alles sehr schnell verrotten wird. Aus diesem einzigen Grund müssen wir wirklich alles wieder neu aussehen. Also die Karotten liefen nicht so gut. Wir trinken mal einen Schluck. Und ja, wir sind schwer bewaffnet. Bewaffnet, sag ich schon. Was? Wir haben die ganze Tonne leer getrunken? Ernsthaft? Moment mal, hier sieht irgendwas Erntbares aus. Naja, hab mich getäuscht. Ist nur krank. Wäre dafür, dass wir jetzt erstmal das ganze verfaulte Zeug aus dem Kühlschrank rausnehmen und diesen hauptsächlich für Nahrung hernehmen. Dann wissen wir, was da drin ist. Oh, da haben wir noch Dosenfutter drin. Nehmen. Nehmen wir alles. Dörrfleisch kann nicht verderben. Hackfleisch verdorben. Da haben wir im Kühlschrank natürlich, das mache ich auch immer. Mal alles Verrottete daraus. Zwei Müllsäcke im Kühlschrank. Mache ich auch immer. Uwey. Nimm alles. So, und jetzt den Brokkoli da rein. 41 Brokkoli. Das passt da alles rein. Gut, zur Not kann ich da ja die Müllsäcke noch rausnehmen. Ich glaube, im nächsten Teil werden wir uns dann wieder um die Gartenarbeit kümmern müssen. Oh, frische Radieschen liegen in Behälter. Den Rest können wir entsorgen. Okay. Das legen wir dann im Idealfall einfach vor die Haustür. Wohin denn sonst? Okay. Fallen lassen. Fallen lassen. Weg mit dem Müll. Jetzt kehrt hier endlich Ordnung in dieses Let's Play ein. Den Reisig brauche ich auch nicht. Schinken auch nicht. Weintrauben auch noch und die Wassermelone. Dann legen wir Türklinken und so einen Dreck weg. Aber zuerst gönnen wir uns Radieschen oder ein Brokkoli. Ist mal ein Brokkoli. Nicht, dass wir hier noch verhungern. So, was haben wir denn hier? Hier ist die Futterbox und hier ist die allgemeine Box. Türklinke weg. Hat die nicht noch mehr? Aber hier haben wir alles Mögliche.
alles in dem Behälter liegen können. Ja, Freunde, das gehört leider mit dazu. Ich glaube, da tue ich jetzt auch mal das Saatgut rein. In die andere Box gehört ja nur wirklich richtiges Essen rein, wie Dosenfutter und so. Rotwein packen wir hier rein. Genauso wie die Whiskyflasche. Die Wasserflasche und Streichhölzer und die Nägel kommen dann auch noch in diese Box rein. Muss ja alles halbwegs ordentlich aufgeräumt sein, damit wir wissen, wo was ist. Und ich wollte ja noch nach der Hasenfalle. Gut, es regnet. Jetzt meiner Hasenfalle. Hat sich da irgendwas getan? Remove Gras. Nach Nahrung suchen. Ich glaube, da ist nichts drin, außer dem Köder, den wir mal reingelegt haben. Jo, ich weiß, mein Freund, du bist sehr, sehr, sehr. Und ich frage mich, wie weit die Zombies in der Lage sind, zu wandern. Ich würde jetzt gerne noch die Schaufel holen. Beziehungsweise die Kelle. Und dann gleich nochmal ein wenig Saatgut rausbringen. Wie hieß denn die Kelle gleich wieder? Da, eine. Muss ich die jetzt ausgerüstet haben? Dann legen wir schon mal die neuen Gärten an. Mir war es so, als hätte ich Schritte gehört. Wenigstens wird dann das Beet schon mal gut bewässert. Wenn wir nebenbei Würmer finden, dann können wir uns wieder frischen Fisch machen. Beziehungsweise frischen Fisch fangen. Was ja auch nicht so vom Nachteil ist. Also der Brokkoli ging richtig gut. Vielleicht sollten wir wieder Brokkoli anpflanzen. Schade nur, dass wir keinen Dünger gefunden haben. So, Brokkoli-Samen. Nein. Bitte weg. Gut. Saatgut mit Brokkoli. Gut, gut, gut. Dann packen wir das Brokkoli auch noch aus. Öffne Päckchen. Brokkoli, ich weiß, wir sind extremst durchnässt. Kann ich nicht alle auf einmal öffnen? Baumstämme lassen wir mal liegen. Jetzt regnet es nicht mehr. Ich hätte gerne mal eine Info. Ausgetrocknet, natürlich. Komm, regne ruhig noch ein bisschen weiter. Okay, jetzt ist Gewitter. Jetzt habe ich den Ding entfernt. Na, super. Wir sehen hier gleich schon direkt, dass wir hier deutlich mehr Funktionen bzw. Möglichkeiten haben. Finde ich nicht schlecht, nur sollte man es wirklich mit den ganzen Möglichkeiten irgendwie, wie soll ich sagen, so einstellen. Info? Immer noch ausgetrocknet, okay. Den ganzen Dinger nicht so übertreiben, also mit den ganzen Funktionen, weil zum Schluss blickt ja keiner mehr durch.
ausgebracht. Gib mir da minimalst Wasser drauf. Und dann haben wir uns hoffentlich die gute Nachtruhe verdient. Was zur Hölle ist das für eine Musik? Alter, ich bekomme mir ja richtig Panik. Ich hoffe mal wirklich, dass die nicht irgendwie, was weiß ich, zu irgendeinem Gamer-Lied gehört. Das wäre natürlich richtig böse. Naja, jetzt ist wenigstens wieder still. Jo, und ich sehe es auch, dass wir richtig böse dran sind. Nochmal Wasser auffüllen. Spät nachts noch im Garten arbeiten. Ich glaube, das grenzt an Selbstmord. Ich glaube, wir müssen mittlerweile deutlich mehr Wasser draufkippen. Naja gut, es ist trocken. Wir gehen jetzt schlafen, essen vorher noch ein Brokkoli oder zwei. Ich glaube, irgendwas zu kochen würde deutlich mehr bringen, aber zuerst müssen wir die ganze Frischware mal wegbringen. Iss ruhig mal zwei, damit die Frischware nicht sofort verdirbt. Dann gehen wir gleich noch ins Bett. Oh Mann, es ist hier dunkel, ich sehe kaum noch was. Ja klar, mach die Tür von außen zu. Schlafen, ausruhen. Okay, wir schlafen jetzt erstmal. 12 Stunden? Ja, dann ist 12 Uhr mittags. Naja, okay. Gut, gut, gut. Da sieht man schon mal die ganzen Funktionen von der neuen Version. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke fürs Zugucken. Tschüss.